Lindenbacher wieder Rowe. Da kommt ein Slapshot ans Bein und die Scheibe ist drin. Das ist das 1:0 für die ZSC1 im Powerplay. Minuten mussten wir aufs erste Tor warten, aber jetzt ist es gefallen. Im Powerplay sind die Zürcher erfolgreich. Rowe mit dem Schuss und Pius Suter reagiert am schnellsten auf den Abpraller von Berra, der via sein Bein die Scheibe dem Gegner übergibt. Und Sigrist erzielt hier das 2:0. Er geht vergessen. Da haben wir lange, lange kein Tor und jetzt innerhalb von ein paar Minuten gleich zwei Treffer für die ZSC1. Justin Sigrist realisiert hier sein zweites Saisontor. Dave Sutter spielt auf Krüger und der legt die Scheibe rein auf Sigrist, der Mutterseelen alleine steht. Auch super die Übersicht von Krüger, aber dann wieder nach hinten rennen muss, weil Roda flott unterwegs ist und das 3:0 erzielt. Und das könnte jetzt die Entscheidung bereit sein in diesem Spiel zugunsten der ZSC1. Gerd Rowe schafft damit den 10. Saisontreffer. Damit ist auch der Liga-Topscorer in Sachen Toren jetzt zweistellig. Ja, eine Befreiung. Und Rowe hat ein richtiges Timing, um die Scheibe zu übernehmen. Und er vernascht Gamersin und Berra auf einmal mit einer Finte und einem Schuss, der dann hier erfolgt.